Relativ ja, entspannt noch. Ich bin morgens hier in der Halle und trainiere dann das, was geht. Ich mache dann mit den anderen mit Kraft. Also um 9 Uhr stehe ich hier in der Halle und trainiere so 2,5 bis 3 Stunden. Und mittags bin ich dann bei der Reha für meine Achillessehne. Genau. Ja, ich habe Ziele vor Augen. Mein größtes Ziel ist natürlich 2024 Paris. Da will ich im Team stehen und dafür tue ich natürlich auch alles. Und dafür war leider auch die zweite OP jetzt notwendig. Aber ich bin guter Dinge, dass es gut wird und freue mich auf die nächsten Herausforderungen. Mich motivieren vor allem meine Familie, meine Freunde, meine Trainer, ja, und natürlich meine Ziele. Und ich glaube, ich bin ziemlich diszipliniert und will halt auch das schaffen, was ich mir vorgenommen habe. Und ich glaube, das hilft mir einfach auch hier jeden Tag reinzukommen mit einem Lachen und rauszugehen mit einem Lachen, weil es einfach auch das ist, was mir Spaß macht. Und ja, so meine Leidenschaft hier, mein Sport. Ich bin es leider gewohnt, mit Verletzungen und sich wieder zurückzukämpfen. Das ist immer hart und schwierig. Aber man merkt, dass es von Woche zu Woche einfach einfacher wird und besser wird. Und ich glaube, das motiviert dann auch einfach einen selber, dass man merkt, es geht voran. Man schafft wieder das, man schafft wieder das. Und ich glaube, das ist einfach auch das, was mich hier motiviert und mir einfach auch hilft, immer weiter zu kämpfen und irgendwann auch wieder vollständig gesund zu sein. Ja, tatsächlich. Aber ich habe dann relativ schnell gemerkt, dass die Turnhalle mich vermisst, ich die Turnhalle vermisst. Und ja, dann bin ich auch sehr schnell wieder zurückgekommen. Ich habe eine Auszeit gebraucht von dem Sport kurzzeitig, aber wie gesagt, ich habe dann gemerkt, da fehlt was. Und ich habe es vermisst, ich habe es sehr vermisst. Deswegen, ja, ich kann, glaube ich, ohne den Sport einfach, vor allem jetzt noch nicht. Ja, die Frage stelle ich mir selber auch noch. ja, ich bin jetzt gerade halt am Anfang von meiner Reha und muss jetzt einfach wieder die Wade auftrainieren. Und die ist jetzt halt sehr schmal und es dauert und da muss ich noch geduldig bleiben. Aber ich hoffe natürlich, dass 2023 ich dann das Team Deutschland wieder unterstützen kann. Wer weiß, vielleicht im Frühjahr, vielleicht im Sommer und hoffentlich dann bei der WM in Gent. Ich vermisse es vor allem zu springen. Also ich vermisse Boden, ich vermisse Sprung. Ich darf jetzt langsam anfangen zu joggen, auch im Alter G. Da wird dann quasi Luft reingepumpt und dann kann ich mit weniger Körpergewicht rennen oder joggen. Das ist schon mal ganz cool für den Anfang. Aber ja, das Ganze in der Luft rumfliegen und so, das vermisse ich schon sehr arg. Ja, das machen wir relativ, was heißt spontan. Man muss einfach schauen, wie sich die Achillessehne anfühlt, wie schnell die Kraft zurückkommt und dann einfach rantasten. Und dann natürlich auch mit der Freigabe vom Arzt. Ich bin da immer alle 6 Wochen für einen Kontrolltermin. Bisher ist er sehr zufrieden. Ich bin Ende November nochmal dort und hoffe, dass ich dann weitere Freigaben bekomme. Boah, ich glaube einfach wieder anrennen, ansprinten und einen Sprung machen. Irgendwie das vermisse ich so am meisten von den Sprunggeräten tatsächlich. Verbringe viel Zeit mit meinen Freunden, mit meiner Family. Ich habe jetzt zurzeit auch ein kleines Hundewelpe zu Hause und mit dem muss ich sehr viel Zeit verbringen oder darf. Deswegen ja, so verbringe ich die Zeit. Ich lese viel. Ja, und genieß einfach die Zeit zu Hause mit Family, Freunden. Genau. Ja, ich habe das Privileg, Sportsoldatin zu sein bei der Bundeswehr. Bin jetzt ab dem 1.9. dort angestellt und habe vor, nächstes Jahr im Oktober ungefähr Lehramt zu studieren. Und ja, freue mich auf die nächste Zeit, aber jetzt erstmal ein bisschen entspannen und auf die Reha konzentrieren, aufs Training konzentrieren, dass ich da einfach vorankomme. Genau. Ja, also wenn ich Lehramt studieren will, dann wahrscheinlich Englisch und Sport. Das interessiert mich so am meisten. Ja.